Hi meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich filme euch heute mal die Begrüßung so. Wir haben heute Mittwoch, ungefähr 14 Uhr. Ich habe ein bisschen früher Feierabend gemacht, weil ich fahre jetzt zu Easy. Und heute haben wir was ganz, ganz Besonderes vor. Und zwar fahren wir heute ihr Brautkleid aussuchen fürs Standesamt. Ich bin schon so aufgeregt, das fing schon vor ein paar Tagen an. Mir ist total schlecht und ich zitter und ich freue mich so. Und ich hoffe, dass sie ihr Brautkleid findet. Das wäre der absolute Traum. Ich nehme natürlich die Kamera mit. Sowas muss unbedingt festgehalten werden. Und danach wollen wir zu Mc's essen gehen. Deswegen, vorher fahre ich jetzt noch schnell einkaufen und ich würde sagen, lasst euch überraschen, freut euch aufs Video, bis später. So, ich bin jetzt angekommen beim Netto, da kaufe ich jetzt erstmal in Ruhe ein, hier ist voll schön leer und ich muss unbedingt jetzt vorher einkaufen, weil ich habe ja morgen Geburtstag, also am 2. Februar und da will ich ein bisschen was fürs Büro kaufen, logischerweise, ein bisschen Süßigkeiten, ich wollte noch was backen heute Abend und das habe ich vorher einfach nicht geschafft, ich habe es einfach verplant, wenn ich ehrlich bin und deswegen schlendere ich jetzt mal durch den Netto. Und dann wollte ich noch irgendwas, ach genau, ich wollte noch in einem Blumenladen für meine Schwester morgen natürlich was holen. Und da Easy sich gerade nicht so gut fühlt oder sie sagt, irgendwie geht's ihr nicht so, habe ich gesagt, bringe ich ihr eine kleine Blume mit. Das mache ich ja ziemlich oft und ziemlich gerne für meine Freunde und Familie. Und ja, gehen wir doch erstmal einkaufen. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't want. Ich habe jetzt meine neue Handseife mitgenommen. Ich habe irgendwie meinen Einkaufszettel verbummelt, aber ich weiß nicht wo. Also kaufe ich jetzt auf gut Glück ein. Oh, ich könnte ja immer Putzsachen kaufen, Leute, ne? Ich liebe ja Putzsachen. Ich hätte gerne so einen Allzweckreiniger, der nach Apfel oder so riecht. Aber das haben sie hier, glaube ich, nicht. Jetzt hat Easy sich gemeldet. Sie kann früher, aber jetzt geht sie nicht ran. Jetzt packe ich erstmal den Einkauf weg. Ich habe noch frisches Brot vom Bäcker geholt. Hier war direkt ein Bäcker, nebenan. Und ich habe Easy mir Nervennahrung 2 Berliner geholt. Yay! Hier sind übrigens die Blumen für Easy. Ich hoffe, da freut sie sich drüber. Ist ja nur eine kleine Aufmerksamkeit, ne? Übrigens, Leute, mega Empfehlung. Ihr müsst mal daran riechen. Das ist so Allzweckreiniger. Oh mein Gott, ich sterbe, der riecht so geil. So, jetzt nehme ich die Blumen mit nach vorne. Das. Bist du am Krabbeln? Sag mal Hallo, Dennis. Das ist Tantes Tasche, ne? Sie kann schon gehen. Komm her, check. Und check. 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 So Leute, wir sind in Mc's übrigens. Schön. Wir haben uns erstmal. Easy telefoniert gerade mit ihrer Mutter. Ich muss euch mal gerade auf meiner Fanta abstellen. Yay! Mit Tickern. Was macht ihr denn? Telefoniert ihr überhaupt? Wir sind gerade raus. Achso. Hast du das Foto gesehen, die Fotos? Schön, oder? Leute, wir sind fertig aus dem Brautmodelland. Jetzt sind wir in McDonald's und Easy hat ihr Kleid gefunden. Ich muss fast heulen. Du hast Tränen in den Augen gehabt. Ja, fast Tränen in den Augen gehabt. Sie hat echt ihr Kleid gefunden. Sie hat wirklich ihr Kleid gefunden. Ja. Moment. Es ist so, oh mein Gott. Ich hatte Gänsehaut. Ich hatte so Gänsehaut. Aber Easy
Ist auch richtig glücklich, oder? Freust du dich? Das war so geil, weil ich komme raus und ich wusste, das ist das Kleid. Man sieht das ja schon kurz im Umkleid. Ich komme raus, stelle mich hin, dann sagt Linda, boah, ich habe Gänsehaut und dann musste ich einfach zu heulen. Sie gönnt sich jetzt Cheeseburger. Mit machst Mayo. Du mal jetzt Mayo drauf? Mach mal Mayo drauf. Wieso hat sie denn nur zwei? Ich esse eh keine, nimm meine auch noch. Danke. Ich mache auch Pommes drauf. Auf den Cheeseburger? Ja. Geil. Ich habe McChicken. Ich habe richtig Bock auf McChicken. Ja, auf jeden Fall. Den werden wir jetzt essen. Wir waren nur 2 Stunden da. Also es ging echt schnell. Wir hatten auch eine gute Beratung, muss ich sagen. Wie viele Kleider am Abend? 6. Wir sind 2-mal gegangen. Bestimmt 7. Ja. Was ja wirklich relativ wenig ist. Manche brauchen 6 Stunden. Manche brauchen 6 Stunden. Wir haben nur 2. Auch Schuhe und so. Alles tutti frutti. Und jetzt essen wir erstmal genüsslich. Ich muss dann noch nach Hause. Ich muss backen noch. Morgen für meinen Geburtstag. Und wir sagen, wir lassen es uns jetzt schmecken, ne? Tschüss. So, Leute. Ich bin wieder zu Hause. Wir waren ja lecker bei McDonald's essen. Wir haben jetzt, wie spät ist es? 5 vor 8. Und ich habe jetzt gerade den Einkauf ausgeräumt und ich wollte euch unbedingt eine Empfehlung zeigen. Ich muss niesen. Ich war ja vorhin noch, habt ihr gesehen, im Moment. Entschuldigt gerade diese Perspektive, aber ich finde gerade nichts anderes. Und da habe ich so einen Allzweckreiniger gesucht. Ich habe jetzt einen von Priva mitgenommen. Leute, den müsst ihr unbedingt mal riechen. Der ist, boah, der ist der Hammer. Der ist von Priva Allzweckreiniger Anti-Schmutzeffekt Blütenfrische. Der ist mir auch so ein bisschen in eine Einkaufstüte ausgelaufen. Oh mein Gott, der riecht so unglaublich geil. Boah, Leute, kauft euch den. Ich tue den nämlich jetzt dann immer in so einen Eimer Wasser so ein bisschen und dann lappen und dann putze ich damit komplett. Oh, es riecht so geil, aber ich muss jetzt mal meine Hände waschen, weil ich fange jetzt an zu backen. Es gibt ganz viele Süßigkeiten für meine Arbeitskollegen und dann Gebackenes. Und zwar werde ich einmal diese Schokomuffins machen. Natürlich nur das Beste für meine Kollegen von Dr. Oetker, ne? Ihr versteht. Die sind total lecker und gehen schnell und wenn ich noch Bock habe und es noch schaffe. Aber ich bin mir nicht so sicher und außerdem seht ihr hier, mein Allzweckreiniger ist hier raufgelaufen. Ist echt ein bisschen doof. Wollte ich noch so Zitronenkuchen machen von Dr. Oetker. Mal schauen, ich habe noch sehr, sehr viel Süßigkeiten jetzt gekauft. Das zeige ich euch gleich mal. Fürs Büro ist das immer so ein bisschen besser, wenn das alles so ein bisschen einzeln verpackt ist. Da können sich das die Leute immer dann den ganzen Tag aus dem Büro mitnehmen. Weil so Gummibärchenlose rumliegen, oh, das finde ich immer ganz schlimm irgendwie. Und auch nicht so hygienisch. Ich werde jetzt erstmal anfangen zu backen. Ich werde den Einkauf wegräumen. Dann würde ich mal sagen, legen wir jetzt los, damit ich bald ins Bett kann. Ich bin nämlich müde. Ich sehe ein bisschen fertig aus, ne? Aber ich bin jetzt auch echt kaputt. Jetzt haben wir es gleich 8:30 und die Muffins sind im Ofen. Und die Küche sieht aus, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Aber ist mir jetzt irgendwie auch egal. Ich bin einfach zu kaputt. Ich habe noch die Butter vergessen für den Zitronenkuchen. Aber ich habe noch ein bisschen Butter. Dann habe ich jetzt meine Sachen soweit für morgen fertig. Ich muss jetzt noch duschen gehen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das morgen alles tragen soll. Ich habe auch vergessen, Servietten zu kaufen. Ich wollte Servietten kaufen und noch so ein paar Kerzen, um das so ein bisschen schön morgen im Büro zu machen. Aber ja, dann habe ich gerade gesehen, es kommt kein DSDS, sondern nur dieser scheiß Bachelor. Ich gucke ja diesen ganzen Trash-TV, ne? Ich gucke Dschungelcamp, ich gucke DSDS, Big Brother, alles geil. Aber dieser Bachelor, ne, Leute, damit könnt ihr mich einfach mal nach Alaska schicken, da hätte ich keinen Bock drauf. Also nervt mich das gerade irgendwie. Naja, die brauchen jetzt noch 5 Minuten. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich noch sowas wie Servietten oder Teelichter oder so habe. Weil im Büro habe ich auf jeden Fall nichts mehr. Och, geil. Oh, Leute. So, gleich der erste Blick. Yay. So, habe ich jetzt noch das Glück auf Servietten? Ich habe noch so ein schönes Reststoffstück. Könnte ich als Unterlage nehmen auf meinen Schrank. Ach, ich versuche das einfach mal. Ganz cool eigentlich. Yay. Boah, dieser Bachelor regt mich jetzt schon auf. Leute, es war so ein geiler Tag, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse. Izzy hat einfach das perfekte Kleid gefunden. Und ich hatte so Gänsehaut und... Jetzt muss ich mich zusammenreißen, dass ich nicht wieder heule, weil das einfach so schön ist. Auf jeden Fall, als sie dieses Kleid anhatte, da kam sie raus und ich hatte Gänsehaut und sie dann auch. Sie hatte einige Kleider an, 7, 8 Stück oder so. Und
Das war, glaube ich, gleich das zweite und es war so geil. Es war genauso, wie sie sich das vorgestellt hat. Schuhe hat sie da auch gleich gefunden und ja, es ist einfach nur, sie sieht so wunderschön aus, ne? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich habe das alles fotografiert und festgehalten und ich freue mich so. Das seht ihr dann alles bei ihrem Hochzeitsvideo und ja, es ist auf jeden Fall einfach schön. Ich hoffe, ich konnte so ein paar schöne Szenen zusammenkriegen für euch Schnuckiputzis und hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt noch mal an meine Muffins, die sind nämlich gleich fertig. Ja, lasst mir wie immer gerne Feedback da. Ihr wisst, ich liebe euch. Danke für eure 1000 Kommentare, die ihr immer schreibt. Danke, danke, danke. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich liebe euch deswegen. Passt auf euch auf. Ich tue es auch. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Muah.